Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin mal shoppen. Ihr seht hier drei Pakete, jetzt seht ihr sie, ich mache mal ein bisschen runter noch die Kamera, so. Und es ist wieder mal kurz vor Ende des Monats, fangen wir natürlich mit dem ersten gleich mal hier oben an. Und was bestelle ich immer in den letzten Monaten am Ende des Monats, weil es alle ist? Die Stammzuschauer werden es wissen, den Vita-Drink von Best Body. Ich hoffe, dass es der auch ist, ey. Ja. Und wieder mal Kaktusfeige. Das seht ihr das auch? Also ich haue so ein Liter-Ding haue ich im Monat locker weg. Also 80 Liter trinke ich im Monat, so wie es aussieht. Also nicht nur ich, also meine Freundin, ich und meine Tochter. Die trinkt ja, also da hole ich, da muss ich, da reicht noch, was sie hat, die trinkt ja mehr diese Drachenfrucht-Litschi. Und ich habe diesmal auch weniger bezahlt als sonst, weil da war noch ein anderer Anbieter. Sonst zahle ich immer so 11,85 €. Und diesmal habe ich nur bezahlt 10,49 €. Und ich habe es geholt diesmal bei Body Power. Der Fitnessfachmarkt, kann ich euch ja mal zeigen. Also praktisch bei Amazon, aber beim Body Power, ja, ihr wisst, was ich meine. So, das machen wir danach. Dann machen wir erstmal das hier. Da habe ich nicht was gebraucht fürs Auto, weil ich hatte jetzt vor kurzem mal gedacht, weil ich habe meinen Verbandskasten vom alten Auto übernommen. Und ich hatte eigentlich noch irgendwo ihn, aber habe ich mich getäuscht, der war denn doch nicht mehr da. Und dann habe ich mal auf den Verbandskasten raufgeguckt. Auf der Rückseite hier jetzt bis 2021 habe ich jetzt Ruhe, also die nächsten 5 Jahre. Ja, und meiner ist, den ich jetzt im Auto noch habe, der jetzt rauskommt und der dafür rinkommt. 2016, was Schatz? Ja. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob hier die Warnweste mit drin ist und so. Laut DIN Norm ist der ja, aber ich brauche ja noch eine Warnweste, die habe ich jetzt bestellt. Die kommt in den nächsten Tagen und dann kommt die Warnweste mit dem Ding natürlich in den Kofferraum. So. Und hier wird habe ich mir was Schönes bestellt. Nach langem endlich mal wieder Klamotte. Also Klamotte zählt, der hat ja nicht wirklich... Ach komm, geh auf. Aber meine schwarzen hatten sie nirgendwo mehr. Und da habe ich mir jetzt mal mit meinem Schatz zusammen neue angeguckt. Und zwar New Balance. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Also nicht wegen dem N, was meisten denken ja dann immer, wenn man New Balance holt, die holt sich der Besitzer, ich mach mal so, ist freundlicher, wegen dem N, was da drauf ist, das hat damit nichts zu tun, ich zeige euch das gleich. Und ich habe dafür auch richtig, gespart. Normalerweise kosten die 99 €. Wo steht denn hier der Preis? Ich habe jetzt, was habe ich bezahlt, 74 noch was, wa? 74,95 €. Genau, gratis Versand, 74,90 € habe ich bezahlt. Steht hier leider nicht drauf, Leute. Steht hier leider nicht drauf. Bei Sportdo. Die Kuriose war, nachdem ich die im Einkaufswagen hatte und bezahlt habe, gab es immer noch ein Paar, aber für 6 € mehr. Der gleiche Paar, 6 € mehr. Beim gleichen. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht ein Fehler von Amazon. So. Oh. Oh nee, Hase, die sind ja viel heller als auf den Bildern. Ja, das stimmt. Also auf den Bildern waren die dunkler. Ah gut, die sehen oldschool aus, sehen auch schön aus. Mit dem braun-weiß. Müsste man mal angezogen sehen. Ja. Oh, guck mal hier. Mhm. Ist das normal, dass das abgeschubbert ist? Nein, eigentlich nicht. Schicke ich wieder zurück, ich will die nochmal haben. Ja. Da zeige ich euch mal da. Abgeschubbert. Abgeschubbert. Ich zahle doch nicht hier fast 100 € für einen Schuh, der, und dann ist das abgeschubbert. So, jedenfalls, das ist mein neuer New Balance. Braun-weiß. Also auf den Bildern sah der auch dunkler aus. Da war das Braun hier vorne.
Das war so in etwa richtig, aber das sah ja sehr dunkel aus, das sah auch viel dunkler aus, das war fast schwarz. Aber so an sich optisch sieht da gar nicht mal so schlecht aus. Das Zusammenspiel von Braun und Weiß. Finde ich auch. So. Und ich habe mir den geholt, kann ich euch auch zeigen, wegen dem Hacken. Nur wegen dem Hacken hole ich mir, ich trage seit Jahren New Balance. Hier. Der ist nämlich richtig hier richtig schön hart, auch hier oben. Hier oben ist so ein Stück, ist Stoff, seht ihr das, wie weit ich rindrücken kann, und das andere ist hier alles ein schöner, harter Hacken. Macht sich richtig gut beim Laufen. So, jetzt gucken wir mal den anderen an. Ach du Scheiße. Nee, so will ich die nicht. Hier ist ja noch schlimmer. Guck mal hier. Ja, vielleicht herabgesetzt oder günstiger. Nee, das war ja nicht B-Ware oder so, das war ja normal. Das geht ja mal gar nicht. Also so nehme ich den nicht. Mal müssen wir ins Wasser gucken hier. Nee, das bleibt so. Das ist ja richtig abgeschubbert. Also das hatte ich bei meinem Schwarzen nie so schlimm. Hm. Das sieht aus, als wenn die oberste Lederschicht komplett abgezogen ist. Seht ihr das da? Also so nehme ich die auf keinen Fall. Die gehen definitiv wieder zurück. Und dann werde ich mir die gleichen nochmal bestellen. Fertig. Weil das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich mir Schuhe hole, die halb kaputt sind. Toll, ich habe mich so drauf gefreut, die heute noch anziehen zu können, wenn wir nachher Spaziergang machen. Das ist Kacke. Das ist Scheiße. Ja, muss ich gleich mal die schreiben. So, das war doch schon. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen. Für die Leute, die mich bei Facebook abonniert haben, guckt mal bei Facebook drin, da werde ich gleich Bilder hochladen, weil das ist jetzt Samstag um, mein Akku ist nämlich auch fast leer, auch Kamera-Upload zu Dropbox, 17.03 Uhr und wir sind seit heute früh um 10 Uhr unterwegs. Ja. Waren im Wildpark. Im Wildpark Johannes Mühle, der ist bei Barut. War schön? Total schön. Total schön. Die Kinder haben sich gefreut. Also Kinder, also ich habe meine Nichte noch mitgebracht von Tingel, die Tochter, also von meinem Bruder. Und ja, die Kinder haben sich gefreut, haben Spaß gehabt. Ich würde mich dann jetzt auch erstmal verabschieden. Ahoi. Achso, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ahoi, sagt euer Odin.